Jo, was geht ab, meine Lieben, die Prinzen am Start hier. Leute, heute haben wir eine ganz besondere Person bei uns im Haus. Die JJ, ja, sie will auf jeden Fall was richtig Krankes haben. Da ist die junge Dame natürlich auch direkt vor der Kamera. Wie geht's dir? Hallo, meine Lieben, mir geht's sehr gut. Ich bin mega happy, hier zu sein. Ich bin froh, dass mein Auto und mein Baby jetzt in so tollen Händen ist bei dir. Herzlich willkommen. Und ja, ich bin schon ganz aufgeregt, ich bin gespannt und lass uns einfach nur loslegen. So, my friends. Also JJ ist jetzt weg, ist jetzt Tag 2. Wir haben den Wagen hier reingefahren in diese Halle. Natürlich die Ambiente-Prinzhalle, wo jetzt komplett alles verbaut wird. Wir haben hier in dem Wagen schon Fußraumbeleuchtung eingebaut, kann man schön sehen. Ist erstmal noch in Lila eingestellt. Später kann man es natürlich variieren. Anhand der App kann man die Farben dann steuern mit dem Himmel zusammen. Und wir haben hier auch schon so verlegt, dass wir eigentlich direkt starten können. Wie könnt ihr mal die Fasern sehen? So sieht das im Endeffekt dann auch aus. Ne? Ja, funkelnde Sterne, verschiedene Farben, guckt euch mal an, wie die funkeln. Verschiedenen Farben und diese einzelnen kleinen Dinger werden jetzt in den Himmel reingestochen. Das heißt, man muss wirklich jede einzelne Faser schön verbauen, schön reinstechen und schön eben mit dem Stoff dann anschneiden. Und das ist halt auch das, was immer am aufwendigsten ist, wenn man dann die ganzen Dinger reinstechen muss und dann so schön schneiden muss, dass sie trotzdem noch sichtbar sind, erstens, und zweitens eben mit dem Dachhimmel sind, dass man auch nichts fühlt und auch nicht irgendwelche Haare hängen bleiben oder sonst was. Weil wir hatten auch schon manchmal einen Fall gehabt, wo ein Kunde woanders den einbauen lassen hat. Und dann kam er zu uns an und da haben die so weit rausgeguckt vom Himmel und da hatte sich die Haare drin verheddert und dann hat überall alles in den Haaren gehangen. Und da war sogar einer, der hat mir erzählt, der hatte mal eine Platzwunde gehabt am Kopf. Also jetzt werden alle kommentieren, Platzwunde. Ja, nicht diese Platzwunden, wenn man vom Boxen kennt, der hat irgendwo reingestochen und hat angefangen Blut zu bluten. Ein ganz kleines Loch im Kopf gehabt. Und deswegen, darauf muss man achten. Man muss das wirklich vernünftig einbauen, so dass man sich auch nicht verletzt. Und bei uns ist es halt auch so eingebaut, dass auch Verletzungsgefahr ausgeschlossen sind. Ja. So, jetzt geht's weiter. Jetzt bauen wir einmal komplett den Himmel runter. Ne? Und dann wird schön markiert und reingestochen. Aber in der Zeit verfolgt uns einfach in den Zwischenpoints hier, was Julian machen wird. Also bleibt dabei und guckt zu, wie der Himmel fertig wird und die Sterne eingebaut sind. Bis gleich. Hier haben wir den 718er Cayman-Stern von Porsche, aber meiner Meinung nach ist es nicht ein ganz einfacher Cayman. Das ist wirklich ein Cayman mit einem Umbau oder mit Anbauparts, was für mich persönlich so auch extrem relevant wäre, wenn ich diesen Wagen hätte oder nicht. Also vom Anbauparts her ist wirklich alles Perfektion. Also ich würde mal sagen, die haben richtig aufs Detail geachtet und alles in Perfektion gemacht. Ich zeige euch das mal kurz, der ist jetzt komplett neu umgebaut. Hier hinten der Diffusor zum Beispiel. Ne? Guckt euch mal hier die ganzen Verzierungen an. Was für ein Umbau, was für ein Anbaukit, wenn ihr euch vorstellt, das war ja vorher nicht dran gewesen, da war die Stoßstange ganz normal, aber seitdem der jetzt drauf ist, wirkt es alles ganz anders. Von der Tiefe her, ne, tiefgelegt, schön, schleift nirgendwo. Braucht auch gar nicht rauskommen, braucht man gar nicht rausholen oder irgendwie bördeln oder sonst was. Ich finde es einfach perfekt und der Sitz ist auch perfekt. Als ich schon reingefahren ist, dachte ich mir, wow, was für ein Auto und was für ein Umbau. Ne? Da kommt jetzt, wenn man vergleicht, wir haben ja den GT2 gehabt, Porsche, aber nicht original GT2, sondern GT2 Umbau foliert. Und wo, der war schon extrem sportlich, der ist auch schon extrem böse gewesen, so richtig brachial einfach. Aber meiner Meinung nach, oder für mich, wäre das schön dezenter, viel schöner und viel angenehmer zu fahren als der GT2. Na, obwohl, weil der ist einfach zu krass. Das ist wirklich für die Rennstrecke der GT2. Genau, ist ein Rennwagen. Genau. Aber so für die Stadt, so für den Alltagswagen würde ich den mehr, persönlich mehr fahren als den anderen. Der wirkt edel. Auch mit der Teilverlegung hier drauf. Extrem, ja. Ist stimmig, ne?
ist zwar nicht mein Geschmack. Aber stimmig. Ja, ist sehr stimmig. Das ist zwar nicht mein Geschmack, das ist natürlich jedem sein eigener Geschmack. Aber wie Juli schon gesagt hat, es ist sehr dezent, sehr edel und es ist halt nicht too much. Obwohl es halt Krokodil ist. Man könnte sagen, es ist too much, Krokodil. Aber so oft, so wie es aufgebaut ist, vom Prinzip her ist es nicht too much. Guck dir mal die Schwelle an. Ne? Auch sehr dezent, sehr schön gehalten. Wenn man guckt, wie schön der auf dem Boden ist, der Wagen. Ne? Also auch nicht zu hoch, schön tief gelegt, schwarze Felgen. Jetzt würde ich noch sagen, okay, Bremssättel brauchen noch einen schönen Lack, so einen schönen goldenen Porsche Farbton und ein paar Kleinigkeiten, dann ist die Sache auch schon wieder richtig krank. Dann würde ich schon da vorne. Guck mal, der Übergang von hier ist auch richtig geil, ne? Wenn du so guckst, schneller, geht direkt eben mit der Stoßstange vorne am Baupart hier. Das ist schon eine schöne Schicht gemacht. Für den Cayman sehr, sehr schön. So, aber jetzt kommen wir mal zum Hauptthema der Geschichte. Sternenhimmel. Also, wir haben bis jetzt doch in keinem Video wirklich gezeigt, wie wir das zu 100% verbauen und was für Mühe wir uns machen, dass so ein Sternenhimmel proportional richtig schön verteilt ist und die Sterne auch extrem schön verteilt sind. Nicht nur auf einem Punkt oder da, wo man halt nicht rankommt, machen wir trotzdem Sterne rein. Ne? Was machen wir, damit wir rankommen? Wir bauen zum Beispiel den Himmel kommt erstmal runter, klar, muss, weil anders kommst du nicht ran. Und dann nehmen wir so Sachen wie das hier auch komplett ab. Warum? Wo willst du hier mit den Sternen rein? Wenn wir jetzt anfangen, hier mit den Sternen reinzustechen, haben wir so eine geraden Linien da. Das wirkt überhaupt nicht schön. Diese gerade sieht aus wie eine Autobahn oder wie so eine Landestrecke vom Flugzeug oder sonst was. Ne? Wenn wir jetzt anfangen, hier irgendwo durchzubohren in dem Plastikteil, dann haben wir dieses Plastikteil manipuliert. Das ist auch nicht vernünftig, weil dann machen wir das kaputt. Das heißt, das müsste man später neu holen. Wir haben es jetzt einfach nur abgemacht. Das ist auch mit so einem Heißkleber festgeklebt. Ne, vom Werk aus direkt mit einem Heißkleber festgeklebt. Und werden jetzt die Sterne hier reinarbeiten, wo die ganzen X'e sind. Und werden es danach genau wieder da positionieren, wo das positioniert sein muss. Auch mit Heißkleber wieder. Und originalgetreu an der Seite, damit die Klipse auch wieder schön einhaken und dass der Himmel wieder schön oben befestigt ist. Hier haben wir das gleiche Prinzip. Ne? Wie gesagt, vorher geklebt. Wir werden es genauso wieder rankleben, dass es wieder original ist. Aber dafür haben wir dann Sterne in dem Bereich. Und wenn wir den Bereich komplett auslassen, ist es ja hässlich, dass die Sterne dann nicht sichtbar sind. Ne? Ich zeige euch auf der anderen Seite, wie es aussieht. So. Gehen wir mal rum. Hier haben wir das jetzt drin. Ne? Die Sterne sind runter. Ist geklebt, ist fest mit Heißkleber. Hier sind die Sterne schön verbaut, schön da drunter. Jetzt können die, guck mal von hier unten, jetzt können die später schön funkeln, wenn die an sind. Ne? Aber auch in dem Bereich, wo halt viele andere sich das aussparen würden oder auch da gar nichts einbauen würden. Aus dem Grund, weil sie sich den Aufwand vielleicht gar nicht machen wollen oder halt Schiss haben, das abzubauen, dass sie es nicht wieder ranbekommen. Aber ich meine, alles, was man ausbaut, kriegt man auch wieder ran und ohne kaputt zu machen. Und wie gesagt, das ist ja nicht irgendein Sensor, das ist ja nicht irgendein Steuergerät, wo man sagt, okay, das ist Stabilitätssensor oder Gleichgewichtssensor oder sonst was. Das ist wirklich einfach nur die Halterung, dass man den Himmel wieder schön einklipsen kann, ohne Probleme und dass er wieder in seiner Position steckt. Ne? Ja. Denn meine Frage, was die Zuschauer auch mal sehr oft fragen, wie viele Sterne machen eigentlich immer Sinn? Also nach was gehen wir hier, damit die Leute ungefähr ein Gefühl haben, wie viele Sterne bei denen halt rein theoretisch reinpassen würde? Auch eine oft gestellte Frage. Ja, also ich würde, das ist wirklich immer die Sache des Fahrzeugs. Also hast du ein Panoramadach, hast du kein Panoramadach. Beim GT2 Umbau, den wir jetzt demnächst auch posten, haben wir auch einen Sternenhimmel eingebaut. Da haben wir ungefähr 340, 350 Sterne verbaut. Hier müssen jetzt 500 Sterne rein. Warum? Jetzt kann man sagen, es ist der gleiche Wagen. Oder von der Größe ist gleich. Okay, ja, aber der andere hat ein Panoramadach. Der hat kein Panoramadach. Hier ist komplett geschlossen. Hier müssen 500 Sterne mit rein. Also man passt sich da wirklich den Wagen an. Ne? Und wir wollen auch immer, dass es proportional schön aussieht. Wir wollen nicht übertreiben. Wenn du das da voll haust, den Himmel, Alter, das sieht so beschissen aus. Das ist viel zu viel. Du siehst vor lauter Sterne gar nichts mehr, hast keinen Überblick mehr. Wenn du aber das so dezent, so schön machst, dass es wirklich schön verteilt ist und auch genug ist fürs Auge, dann reicht das vollkommen aus. Also man sollte bei so einer, zum Beispiel so einer C-Klasse, Coupé, Panoramadach hat man drin, sollte man schon überlegen, dass man höchstens vielleicht 500 Sterne einbaut. Bei einer C-Klasse Limousine ohne Schiebedach, ohne Panorama hauen wir gerne 1000 Sterne mit rein. Bei einem T5-Bus oder T6 oder T7 oder was auch immer, diese großen Multivans,
müsste man schon mit 2000 bis 3000 Sterne mit reinbauen. Ne? Range Rover, die großen Range Rover, ist man auch bei 1000 Sterne schon dabei, wenn man kein Panoramadach hat. Hat man Panoramadach, kommen 700 Sterne rein. Also es ist wirklich fahrzeugabhängig, flächenabhängig, wie viel Fläche habe ich, wie sieht es gut aus, wie sieht es beschissen aus, weil man will es auch nicht übertreiben. Guck dir mal jetzt an, 500 Sterne, ne? Guck mal, wie viele Positionen, wie viele Punkte wir da verarbeiten. Das sieht von hier schon mächtig viel aus. Wenn wir jetzt noch mehr verbauen, noch viel mehr Sterne einarbeiten, dann sieht es wirklich von unten gar nicht mehr schön aus. Es harmoniert gar nicht mehr schön. Würde ich persönlich halt behaupten, und das ist Erfahrungssache auch bei uns. Wir haben die Erfahrung halt gemacht, dass es so am besten aussieht. Und wollte es auch gerne den Kunden mal mitgeben, was am schönsten aussieht. So, jetzt mache ich sie mal kurz an, mache mal die Zündung hier an. Wir haben alles schon mit der Zündung verbaut, schon angeschlossen, dass man einfach nur wirklich die Zündung anmachen muss. Guck das hier an, wie geil das funkelt von oben. Siehst du, die gehen immer schön aus an, ne? Weil durch den Kleber nochmal richtig betont. Ja, ja, auf jeden Fall. Geh mal rein unten, dann siehst du auch, wie schön, wie voll das eigentlich ist. Wo man jetzt denkt, okay, so viel habt ihr auch gar nicht reingebaut, aber das sieht, oh, guck mal, wie voll das ist. Ne? Und das ist gerade mal bis zur Hälfte noch verbaut. Da fehlen noch so einige Sterne. Ja, und das ist halt der Aufwand, den wir treiben bei einem Sternenhimmel-Einbau. Ich weiß ja nicht, wie aufwendig alle anderen arbeiten, aber ich meine, wir gucken nicht auf die anderen, wir gucken offen nur auf das und auf die Qualität, die wir bieten. Wir achten auf andere Leute nicht, auf andere Firmen achten wir genauso wenig. Weil, ich meine, dazu haben wir viel zu wenig Zeit, um uns da rumzuplagen oder rumzuschlagen mit irgendwelchen anderen Firmen, die auch Sternenhimmel verbauen. Wir machen das, was wir machen, die anderen machen das, was die machen. Jeder soll machen, was er will. Und jeder soll es auf seine Art und Weise machen, wie er möchte. Wir präsentieren gerne mal ein bisschen, wie sauber wir das machen, und sowas habe ich eigentlich nie gezeigt und wollte eigentlich auch nie großartig darauf eingehen, aber wir haben so viele Fragen gehabt, wie das verbaut wird und wie wir das machen und was passiert mit den Bereichen, wo so ein Plastik zum Beispiel, Plastik-Sachen, die Clipser etc. Wie funktioniert das da? Jetzt habe ich euch gezeigt, jetzt wisst ihr, wie das funktioniert und auch wie sowas zustande kommt. Natürlich gibt es auch ein paar Fahrzeuge, wo irgendwo mal ein Steuergerät in der Mitte ist, den wir also so ein kleines Steuergerät an der Seite oder irgendwo. Die können wir nicht ausbauen, die werden wir auch nicht ausbauen, da hat man halt ein bisschen Freifläche. Aber bei so großen Flächen soll das nicht frei sein, das soll schon voll sein. Ne, aber es gibt halt Sachen, die man auch nicht abmachen darf und nicht wieder aufmachen darf. Ja, da so viel zum Thema Sternenhimmel, wie wir den verbauen. Ich würde einfach sagen, bleibt dabei, wir machen die ganzen Zwischencuts die ganze Zeit, wie wir den verbauen. Und bleibt dabei und wir sehen uns gleich. Peace out. So, meine Lieben, was ich euch nicht vorenthalten möchte, ist einmal, was wir diesmal gemacht haben. Wir haben was gemacht. Wir haben was geschafft, besser gesagt, was momentan auch sehr Trend geworden ist. Ambientebeleuchtung, Sternenhimmel etc. Dieser Wagen hat schon vor einer längeren Zeit von uns eine Vollfolierung bekommen, plus den Sternenhimmel eingebaut bekommen. Dann hat der Kunde nochmal gefragt, ob wir eine Ambientebeleuchtung nachrüsten können. Das Problem ist, bei diesen Modellen 2012, glaube ich, 13 ist es jetzt, oder 2011, auf jeden Fall die Baujahrreihe von 2011 bis 2016, 17 sogar, diese Fahrzeuge, die Cayennes, die haben überhaupt gar keine ambiente Beleuchtung mit drin. Das heißt, der Kunde kam und hat gefragt, ob wir irgendwelche Schläuche einbauen können, hier einmal Schläuche entlang ziehen können, da. Das ist mir alles zu unschön. Da habe ich dem Kunden gesagt, nee, das mache ich nicht, aber ich lasse mir was anderes einfallen. Ich werde gucken, dass ich für dich eine ambiente Beleuchtung organisiere, besorge, die wirklich originalgetreu ist. Das heißt, der Wagen hatte wirklich überhaupt keine ambiente Beleuchtung vom Werk aus, gar nichts an. Ne? Meistens ist es ja so, dass man von Mercedes, wenn man drei Farben hat, auf 64 Farben umswitchen kann, umbauen kann. Bei dem Wagen war es halt wie gesagt so, dass er überhaupt gar nichts an ambiente Beleuchtung hatte. Und deswegen war es auch ein bisschen schwieriger, da was aufzutreiben. Aber ich wäre doch nicht Folienprinz oder Prinz Moody, wenn ich jetzt nicht da was auftreiben würde und den Kunden glücklich mache mit Qualität. So. Ich zeige euch mal kurz, was wir gemacht haben. So, jetzt bin ich auch wieder da. Ich bin back on track. So, was wir jetzt nachgerüstet haben, sind keine Schläuche, keine billigen Drecksschläuche, die meisten Leute einfach hier einbauen, weil die nicht wissen, wo man irgendwelche Leisten besorgen kann, sonst was. Wir haben originale Leisten besorgt, die komplett eine Ambientebeleuchtung inbegriffen haben, also integriert haben. So sehen die Leisten aus. Jetzt haben wir verschiedene Farben. Ich stelle mal gleich die Farben um. Man kann auch beides auf eine Farbe umswitchen. Man kann auch so machen, dass oben eine Farbe, unten eine andere Farbe ist. Guckt euch mal die feine Bearbeitung an von den Leisten. Und die Leisten sind schwarz, Klavierlack, hochglänzend lackiert. Ja. Fußraumbeleuchtung, Türablagenbeleuchtung. Aber das Geilste an der Geschichte ist nicht das. Geh mal bitte auf die andere Seite, auf den Beifahrer. Komm mal rum. Lauf mal hinterher.
So wie die. Kennst du die Blondine, Supercar-Blondine? Ja, ja, klar. Die macht immer so. Guckt euch mal das da an, in der Mittelkonsole. Mit der Porsche-Schrift, die aufleuchtet. Jetzt bleibt man da. Komm mir nicht hinterher. Warte. Farbwechsel hat man auch mit drin. Guck mal an. Jetzt ist alles in einer Farbe. Hier hast du Disco, Disco-Fieber. Ne? Fußraum, alles in einer Farbe. Ne? Kannst alles einstellen, wie du willst. Kannst auch ausmachen, kannst auch wieder anmachen. So wie du gerade Bock hast. Und mit verschiedenen Farben, guck mal auf die Tür. Mach mal an die Tür ran, genau. Jetzt siehst du, dass du da zwei verschiedene Farben hast. Mhm. Oh, das nervt hier mit dem Ding. Jetzt hast du eine Farbe. Krass. Du kannst variieren, wie du Bock hast. Grün, du kannst hell machen, du kannst dunkel machen, du hast verschiedene Modis. Und wie gesagt, du kannst auch mit dem Sternenhimmel kombinieren, die Farbe. Wenn du zum Beispiel so wie jetzt einen bunten Sternenhimmel hast, in dieses lila Purple, hast du es unten auch bunt. So. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Guckt euch das mal an. Und das ohne diese billigen Schläuche. Guck mal jetzt die Farben, wie die wechseln. Guck mal jetzt. Jetzt geht es in Blau. Nachher switcht er wieder in eine Farbe. Du kannst auch, wie gesagt, auch nur eine Farbe einstellen. Jetzt haben wir so einen Modus eingestellt mit so einem Farbwechsel. So einen smoothen Farbwechsel, ne? Ganz leicht. Jetzt haben wir es komplett in Lila, wenn wir wollen. Zack. Ne? Und die Helligkeit. Ja. Siehst du, du hast noch 10 Helligkeitsstufen. Für manchen ist es zu hell. Guck mal jetzt, warte mal. Das ist auf 0. Ja? Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn es jemandem zu hell ist, der kann es auch dann so einstellen, dass es auch nicht mehr so hell ist. Gut. Jetzt habe ich schon wieder zu viel gelabert am Ende, aber ich bin so fasziniert von der Geschichte, dass ich euch das nicht vorenthalten wollte. Und ihr müsst wissen, diese Geschichte gibt es für alle Fahrzeugmodelle. Fast alle eigentlich. Immer anfragen und dann können wir die Originalleisten immer besorgen. Originalleisten, guck mal, das hat sich schön abgeschaltet von allein, damit die Batterie nicht leer geht. Oben auch komplett der Himmel mit abgeschaltet. Auf jeden Fall, wir haben fast für alle Fahrzeugmodelle, die gar keine Ambiente vom Werk haben, haben die Möglichkeit, bei uns eine ambiente Beleuchtung nachrüsten zu lassen, originalgetreu wie hier, auch wenn die gar keine vom Werk haben. Das ist manchmal schwierig, ne? Man muss da gucken, dass man die Verbindung ordentlich hinbekommt. Das kriegen wir hin, das machen wir vernünftig. Ihr habt ja gesehen, originale Leisten, die alten Leisten sind sogar im Kofferraum. Im Kofferraum, ja. Guckt euch mal an die Leisten, damit ihr auch wisst, dass wir nicht irgendwelchen Müll erzählen. Hier sind die alten Leisten noch drin. Der Kunde kriegt seine alten Leisten wieder in seine alte Kofferraumleuchtung wieder zurück. Original so, wie die gewesen ist. Das war vorher die Leiste gewesen, die vorher eingebaut gewesen ist. Man sieht hier keine ambiente Beleuchtung, kein gar nichts. Einfach nur eine nackte Leiste. Und das ist dann auch die Leiste von vorne. Die ist es von vorne. Nackt, kein Porsche drin, kein gar nichts. Also, das ist schon was Krasses. Gut, jetzt geht's weiter mit dem anderen Video. Also mit der anderen Geschichte. Ich wollte einfach nur mal kurz hier zwischendurch mal in dieses Video mit rein, in dieses Auto mit rein. Aber ich sag mal weiter mit dem anderen Projekt. Also bleibt dabei, bis gleich. Peace out.
So, mein Lieben, jetzt habt ihr ja schon ein bisschen was gesehen, was wir beim Porsche gemacht haben. Ihr habt auch schon kleine Zwischencuts gesehen, wie der Himmel eingebaut wurde, was man da genau beachten musste, damit man auch den Himmel so voll bekommt, wie er jetzt ist. Weil ihr habt ja die Plastikteile gesehen, die ich euch auch erzählt habe, die wir extra demontieren mussten und wieder montieren mussten. Hier können wir euch mal kurz zeigen, also wir haben jetzt zum größten Teil, ihr wundert euch bestimmt, ich habe so ein Ding in der Hand, weil ich gerade stipseln muss, damit wir die Sterne weiter ausbauen. Ihr seht, der Himmel ist wieder ganz normal drin, ja, selbst wo wir die ganzen Plastikteile abgebaut haben, die mussten ja wieder genau exakt am gleichen Platz wieder montiert werden, die Träger von oben, dass man die reinklipsen kann. Und man kann schön sehen, der Himmel ist drin, zum größten Teil. Fühl mal rüber, oder du brauchst gar nicht rüberfühlen, ich fühle, man hört ja schon, man hört nicht irgendwas in meiner Hand, sonst würde es ja so tick 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 machen, ne? Man fühlt wirklich gar nichts, wie immer. Na klar, wenn man reindrückt, fühlt man die, aber man soll die nicht reindrücken, ne? Sage ich immer und immer wieder. Und dann schneiden wir wieder wie immer ab, ne? Und das sind eigentlich die Feinarbeiten, die wir jetzt gerade tun. Letzte Teil davon, die Sterne abschneiden, also die Fasern besser abschneiden, so dass es dann auch schön eben ist und nochmal rübergehen. Wir müssen auch mal gucken, ab und zu mal auch mehrmals nachschneiden, damit es nicht scharf ist und wirklich auch nichts vorhanden ist von außen. Aber die müssen immer noch sichtbar bleiben. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die werden ja von oben raufgeklebt. Da ist ja auch noch so ein kleines Stoff dazwischen, ist ja überall noch im Himmel das Stoff. Und wenn man zu viel abgeschnitten hat, dann verschwindet der Stern oder die Faser in den Stoff rein. Da sieht man die gar nicht mehr. Ne? Viele denken sich, okay, wir lassen die ein bisschen länger, damit sowas nicht passiert. Aber man muss das schon vernünftig mit Gefühl ran an die Sache und dann geht das schon. Ne? Wie hier zum Beispiel, zack, schön frei. Man muss halt alles mit Liebe machen. Und solange man die Leidenschaft an seiner Arbeit hat und auch ein bisschen Liebe mit eininterpretiert, dann funktioniert auch alles einfach frei und ohne Probleme. Ne? Gut, jetzt stimmt sich das alles schnell ab. Und dann ist der Wagen eigentlich von innen soweit fertig gemacht. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das Dach nochmal neu foliere. Ja, sie hat ja auf dem Dach so eine, oder komplett Motorhaube, Dach, Kofferraum, so eine Krokodilfolie drauf. Die erneuere ich auf dem Dach, weil da kleine Kratzer drauf sind, die mir nicht so gefallen. Ziehe ich einmal die Folie ab, mache eine neue Folie drauf und dann ist der Wagen wieder fresh. Dann kann sie ihn eigentlich so frisch wieder abholen und ist glücklich, im Sommer jetzt wieder durch die City zu cruisen. Sommer, warum? Weil wir sind jetzt im Mai, bald ist Sommer. Wir sind im Mai, ne? Ja, genau. Ich habe schon gar keinen Zeitplan mehr wegen Corona. Und ab nächster Woche soll ja auch richtig geiles Wetter werden. Und ja, dann machen wir noch die Abholung. Und ja, wir sehen uns beim Carpool. Peace out. Also meine Lieben, der Wagen ist jetzt eigentlich von unserer Seite aus komplett fertig. Wir haben das Dach komplett neu foliert, ne, wie man sehen kann, weil mir die alte Folie halt einfach nicht gefallen hat. Ich bin da sehr pingelig und denke mir, okay, wenn jemand zu uns in die Halle reinfährt und von hier rausfährt, dann soll die Person auch geprinzt rausfahren und auch mit einem vernünftigen Fahrzeug rausfahren. Auch wenn man mal so eine Kleinigkeit wie ein Dach folieren nochmal nachträglich machen soll oder muss, bin ich mir nicht zu schade, das zu machen und mache das gerne. Weil, wie gesagt, der Wagen soll von uns aus schön vernünftig rausfahren. Sternhimmel ist schon verbaut, habt ihr ja gesehen, wo ich ein paar Fasern noch abgeschnitten habe. Plus Fußraumbeleuchtung ist auch komplett installiert. Das heißt, der Wagen ist so gut wie abholbereit. Morgen sollte der Wagen abgeholt werden. Ich werde leider morgen nicht da sein. Ich habe ganz wichtige Termine außerhalb dieser Firma noch zu klären. Aber die Übergabe soll deswegen auch nicht jetzt warten oder soll auch nicht in die Länge ziehen. Wir haben ja Julian da, wir haben auch Cenk da von drüben, von Ambiente Prinz, der dann die Übergabe in Ruhe machen kann. JJ, viel Spaß mit deinem Fahrzeug, wünsche ich dir auf jeden Fall und auf ein Wiedersehen, natürlich. Und ja, der Wagen ist abholbereit und jetzt geht er auch kurz zur Wäsche. Guck mal, der ist nicht mehr schön. Ne? Es ist ganz viel Staub drauf, gefällt mir nicht. Muss auch gewaschen werden, damit der Wagen auch nicht abgegeben werden kann. Also viel Spaß damit, ich hoffe, es gefällt dir und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace out. Hey Leute, ich bin's Cenk, Vertreter heute Harmony, quasi Harmony auf Wish bestellt. Die JJ kommt jetzt hier aus abholen, ich übergebe ihr den, zeige ihr nochmal kurz alles. Harmony ist heute leider privat, geschäftlich unterwegs, deswegen muss ich das heute machen, das ist auch kein Problem. Wir geben ihr heute den Wagen, sie ist gleich drin und lass uns hier einfach reinhauen. Hallöchen!
Dann kommt mal rein. Hi. Hi. So. Was hast du denn warm? Ich bin mega aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe jetzt schon die letzten Minuten, wo ich auf euch gewartet habe, fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich möchte mein Auto endlich zurückhaben. Gut, dann gebe ich dir mal den Schlüssel. Danke. Und dann kannst du mal kurz reingehen und gucken, aufmachen und dann kannst du ja mal kurz auf. Dann setz dich ruhig rein. Dann kannst du einfach mal den Schlüssel reinmachen und die Zimmer. Oh, der ist so sauber. Er ist ja sauberer wie vorher. Ich bin sprachlos. Ja. So. Ach, du meine Güte. Und so sieht es dann aus. Ach. Deine Fußraumbeleuchtung haben wir gemacht. Ah, mega. Dann haben wir halt, wie gesagt, den Sternenhimmel gemacht. Und wenn du möchtest, kannst du mal die App, die ich dir schon gezeigt habe, mal anmachen. Wow. Mein Atem hat sich verstört gerade. Oh, das ist mega. Sieht cool aus. Wir haben da auch relativ viele reingemacht, wie du siehst. Ich wollte nicht sparen. Hab bis da vorne hin einmal gemacht. Bei den Sonnenblenden haben wir das jetzt nicht gemacht, weil es ist immer besser, wenn es nicht unter der Sonnenblende ist. Das ist von der Polizei nicht so gewollt. Rolls-Royce macht das auch immer nur bis zur Sonnenblende. Aber wenn du mal so fühlst oben, du merkst gar nichts. Also dein Dachhimmel, muss ich doch sagen, ehrlich gesagt, ist dankbar gewesen für die Arbeit. Hier, guck mal. Mhm. Machen wir das mal hier drüber. Also machen wir es erstmal bei dich, ne? Genau, wenn du jetzt hier zum Beispiel wechselst, ist jetzt oben gelb und unten auch. Oh mein Gott, wie toll! Man kann die Farben wechseln. Je nach Outfit und nach Schuhfarbe. Genau, jetzt haben wir mal so eine Mischfarbe gemacht. Ja. Oder wie machen wir blau? Oh wow! Und gleichzeitig ändert sich natürlich auch der Fußraum mit einer App. Oh, es ist ja Wahnsinn! Wir machen jetzt mal grün beispielsweise, dann hast du unten und oben, du kannst die Helligkeit einstellen, du kannst die Geschwindigkeit des Funkelns einstellen. Also, kannst du mir noch die Farben zeigen? Klar, wir haben rot. Oh. Ja. Ach je. So rot darfst du nicht fahren, dann geht's alles nicht. Hier haben wir so ein lila. Oh, das ist das Haus, ist das du toll! Du kannst auch ein bisschen rumspielen, das heißt, Disco, dann geht es hier unten und da oben. Liebling, kannst du dir das merken? Was sind? Ja, das ist ja nur das Rädchen, genau. Kannst du selber machen. Oh. Genau. Aber wenn du halt, und dann kannst du halt schnellere machen, langsamer machen, dass es langsam halt wechselt. Du kannst hier einige Sachen machen. Also ist keine Grenzen gesetzt quasi. Aber wir machen das immer, dass du halt in einer Farbe, wir lassen es mal lila. Ja. Und wie gesagt, alles wird gleichzeitig geändert, Fußraum und das. Und wenn du natürlich abends fährst, wird das natürlich ein Highlight, wirst du sehen. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Kein Problem, immer wieder tolle gerne. Tolle Arbeit. Bis hinten hin, also wir haben keine Lücke gelassen. Bei dir war es erst kompliziert. Wir haben ja bei dem Video, zeigen wir ja bei der Montage, was hier alles für Sachen eingebaut sind, wo wir die alle abmachen mussten. Sonst hättest du hier überall Lücken. Ja. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass du von unten alles so siehst, dass es perfekt verteilt ist. Es war schon eine heilende Arbeit, aber die Leute werden es ja eh sehen, dann beim Film. Und ja, ich hoffe, du bist zufrieden. Zufrieden ist gar kein Ausdruck. Ich bin mega begeistert, ich bin so dankbar. Ich freue mich auf meine erste Fahrt jetzt wieder mit meinem Venom. Mega Service, ich bin einfach nur glücklich, sprachlos. Die Fohlenprinzen sind einfach die Besten der Stadt. In diesem Sinne. Dann sage ich jetzt an Hamudi-Stelle, Carpon los. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah.